Hallo Leute, hier ist Sufilev Games und hier sind wir beim ersten DPL-Kampf der zweiten Season gegen Kami Kapels. Ja, das Team habt ihr schon gesehen im Video vorher und mal sehen, was er dabei hat. Man liegt, denke ich mal, Boreos T sein, egal was er machen wird. Und er hat sein Loreblatt dabei, interessant. Direkt mal aufschreiben, sein Heliolisk. Okay, sein, wie heißt du denn? Das muss ich tatsächlich nach... Ach, Amaldo, das war's. Hätte ich beinahe vergessen, Donphan und sein Megalatias. Okay, also ich kann mir als Lead auf jeden Fall Amaldo vorstellen. Das wäre halt eben doof, wenn er jetzt mit Dings leaden würde. Wenn er mit dem Ding leaden würde und ich mit Boreos, aber... Obwohl, wäre dann nicht mein Kobalion eigentlich ein guter Lead? Weil was will er denn eigentlich groß machen, wenn ich ehrlich bin? Ich meine, wenn er mit Donphan geht, kann ich dann immer noch in... Ich glaube, Kobalion ist besser, weil ich dann vermutlich für Yorks bekomme. Obwohl... Ja... Nee, ich habe mir es schon so überlegt, also mache ich es auch. Wenn er wirklich mit Amalu leadet und die Rocks bekommt, dann ist das gut für ihn. Da kann ich nichts gegen sagen, aber dann ist das eben so. Da kann ich nach dem Kobalion aber immer noch die Rocks legen. Also beginnen wir damit den ersten DPL-Kampf und mal sehen, was passieren wird. Ja, ich bin gespannt und möchte auf jeden Fall das Megalatias besiegen. Das ist mein Gameplan, der jetzt sollte sich eigentlich von alleine schon erledigen. Also, er liebt am Fair mit seinem... Ach, mit Heliolisk. Das ist doch wunderbar. Da können wir uns gegen Rauskehrt wenden, weil wir leben auf jeden Fall jeden Hit. Ich kann es auch gerne nochmal nachkacken. Heliolisk, Special Attacker. Also nicht jeden Hit. Wenn er Scarf ist, leben wir jeden Hit auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich glaube mal nicht, dass er drin bleiben möchte. Obwohl, vielleicht möchte er auch drin bleiben. Ich meine, aber was will er reinwechseln, ist die Frage in Kraftkoloss. Jetzt drücken wir mal Safe Kraftkoloss, weil was will er groß reinwechseln? Beziehungsweise wir können uns danach eh wieder rauskehrt wenden, also passt das eigentlich schon. Und wenn er drin bleibt, kriegen wir vielleicht sogar schon einen Kill. Das wäre natürlich super. Aber einfach mal schauen, er wechselt natürlich aus. Okay, vermutlich in Megalatias. Ohne Zahn, was ist denn ohne Zahn? Ja, sein Latias. Und da kann ich dann direkt gegen rauskehrt wenden. Wir kriegen immer ein bisschen Schaden auf dem Ding. Ja, aber wie wir sehen, es macht nichts. Ja gut, ich kann mal kurz kacken, wie viel Schaden wir eigentlich hätten machen sollen und ob das irgendwie was beeinflusst hat und... Latias, wait, Level 150, so. Der ist definitiv defensiv ausgelegt, oder zumindest hat Max HP, weil sonst hätten wir mehr Schaden gemacht. Wir kämpfen und wenden uns dann raus in unser Togetic. Er kriegt die Mega-Evolution raus, das ist okay, und Togetic ist eigentlich dann unser Safe-Switch. Okay, gut, gut, raus hier. Denn Hannes kann leider nicht viel machen. Den Nickname ist übrigens angelegt an Nymphas Boreos. Und wow, Kehrtwinde macht sogar noch einigermaßen guten Schaden. Das ist dann ziemlich nice. Und wir wechseln dann in unser Togetic, denn dafür ist das Ding auch da. Genau, so wie ich es mir gedacht habe. Ach, Togetic ist so süß. Und es kommt der Eisstrahl. Okay, nicht der Donnerblitz, wie ich mir gedacht habe, aber das sollten wir locker tanken. Easy. Okay. Ich möchte einfach mal Ruhrort einsetzen und mal gucken, was er macht. Oder, ich brauche das Ding davor in KP, also drücke ich einfach mal Ruheort und schau mal, was er vorhat. Wenn er Gedankengut hat, dann kann ich danach Toxin ansetzen, obwohl. Ja, falls ich jetzt nochmal Eisstrahl einsetze, ist auf jeden Fall Ruheort der bessere Play. Wenn nämlich Gedankengut hat und ich dann vergifte, dann ist auf jeden Fall. Ist es auf jeden Fall bald mit ihm zu Ende und das ist dann praktisch. Okay, mal sehen, was er vorhat. Vielleicht hat er sich auch gedacht, dass der Eisstrahl ausreicht. Ich kann auch währenddessen mal kurz kacken, wie viel... Also ich glaube auf jeden Fall, dass er offensiv ausgelegt ist, weil sonst... Ah gut, dass ich jetzt nicht Toxina gesetzt habe. Möchte er freezen oder was? Macht doch auf jeden Fall ordentlich Damage und... Ja, es startet schon mal gut, diese DPL. Na gut, ist es aber nichts verloren, das ist alles okay. Ja, der ist definitiv modest mit Max HP, denke ich mal.
Dann ist aber auch einfacher zu handeln. Es ist gerade nur halt sehr nervig, dass er den Freeze bekommen hat. Na gut, dann muss ich mal sacken. Dann werde ich jetzt gleich mein Kobayon reinwechseln und einfach mal das Toxin einsetzen. Das nervt jetzt natürlich, dass das Togetic weg ist. Es hätte auf jeden Fall noch einen guten Job geleistet, aber... Ja, Kamikabels Freeze ist Runde 1, also... Na gut, Togetic ist weg. Schreibe ich mir auch auf, wer es gekillt hat. Okay, dann müssen wir jetzt in Kobalden und das Ding toxiken. Das ist unser bester Play und den machen wir auch. So, wechseln wir in Kobalion. Denn das Toxin ist auf jeden Fall sinnvoll gegen das Megalatias. Ich sehe es aber auch wirklich so als ein Problem, wenn er jetzt die Psychokinese noch drauf hat, weil das Set ist wirklich... gemein. Vielleicht wechselt er jetzt aber auch aus in seinen Donphan, das wäre natürlich ziemlich nice. Und er wechselt aus, okay. Das Ding getoxet ist auf jeden Fall auch gut. Ja, und er wechselt in seinen Donphan aus, okay. Gut, gut. Und der Toxin... Ja, die Toxin trifft auch. Das ist perfekt. Das heißt, die Sturdy ist immer gebrochen. Jetzt können wir einfach nur Zasa wechseln und auf jeden Fall ein bisschen Schaden reindrücken. Das Megalatias nervt aber schon. Ich muss mein Kobalion auf jeden Fall dagegen behalten. Das Ganze ist ziemlich ärgerlich, dass mein Togetic jetzt gecrittet wurde. Aber vielleicht hat er keine Recovery. Das wäre auf jeden Fall gut. Wechseln wir auf jeden Fall in unseren Sonnenschein und gucken mal, wie viel Schaden er macht und was er vorhat. Und gucken von hier, was passieren wird. Auf jeden Fall, der Sonnenschein kommt rein, unser schönes Among Us. Und er legt die Tarnsteine aus. Das ist auch vollkommen okay. Vollkommen berechtigter Play. Und wir kriegen jetzt quasi, ja... ich drücke einfach mal Gigasauger. Weil das mein... Wenn ich ehrlich bin, mein bester Play ist, weil falls er Lorbeth rein oder sowas, kann ich ihn danach einfach Clairsmoggen. Jetzt gucken, was er macht. Und dann Couples kann ich auch Clairsmoggen. Und den Donphan kann ich halt eben schlecht einschläfern. Also drücke ich einfach mal Gigasauger und guck mal nach, was er vorhat. Wenn er jetzt in Megalatias wechselt, dann, naja. K2VK in sein... Okay, in sein Couples. Okay, das ist der Counter für... Okay. Ja gut, wenn das seine Munges-Counter ist, dann bin ich froh. Weil das sollte er nämlich eigentlich nicht sein. Ich kann es natürlich nochmal ausrechnen. Ich bin ja Munges und... Gehen wir mal runter. Gegen sein Bloom. Und er macht mit einer toxischen Poison-Fassade. Ja, zu wenig. Also kommt einfach mal der Clairsmog. Für den Fall, dass er den Schwertanz hat oder sowas. Oder den Delegator, ich weiß nicht. Also hat er sich gedacht, dass Zasas keine Giftattacken haben. Also gut, jetzt lernt das auf jeden Fall. Und der Delegator ist weg. Er sollte zumindest, außer er ist super spezialdefensiv, aber nein, ist er nicht. Okay. Wenn ihr jetzt sowas wie Aufheber-Schutzschild ist, dann, ich weiß nicht, also, nee, das kann er nicht bringen. Weil das, ich weiß nicht, warum er sich hier runtersubbt, wenn ich ehrlich bin. Es bringt ihm ja nicht viel, wenn ich ehrlich bin, also, er kriegt halt nur seinen Couple-Slow, aber, na gut, muss er ja wissen. Ja, und wir sind bei DFL Spieltag 1 direkt schon, frage ich, was sind das für Plays manchmal. Aber das gehört zur DPL dazu. Ein verwirrter FLT. Drücken wir einfach weiter in Clairsmog und gucken, was er machen will. Er sollte eigentlich Megalatias jetzt wechseln, das wäre sein bester Play. Ich möchte das aber jetzt nicht mit Spore predicten, falls er halt den freien Delegator bekommt. Das wäre ziemlich doof. Ich meine, ich bin auf jeden Fall schon mal hinten. Das ist echt kacke, dass er mich gefreezed hat. Ich habe auch schon heute mal getestet und da wurde ich auch gefreezed. Zweimal, also heute hat es wirklich mit dem Eis. Ja, Strellen und da kommt wieder Megalatias das Problem. Ich sollte sogar eine Psychokinese überstehen, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich... Ich meine, sagen wir mal so, Megalatias. Sagen wir, er ist vollkommen offensiv und hat die Psychokinese. Wenn er mich nicht killt, möchte ich es vielleicht sogar wirklich riskieren. Es ist eine Roll. Ich brauche meine Nutzasse, aber ich habe aber auch wirklich keinen Switchen. Das ist ein Problem. Megalatias eingeschläfert wäre halt super praktisch. Ja, das ist jetzt echt blöd. Mein Totik, mein Safer Switch ist ja weggeaxt worden und. Das ist nervig. Ja, ich tippe jetzt schon zur Musik mit. Ich glaube, ich muss versuchen, dass. Vielleicht hat er auch einen Eisstrahl und das killt dann eh nicht.
Da habe ich aber nachher halt eben Probleme. In einem Psychoschock überlebe ich, mit Psychokinese lebe ich mit einer sehr, sehr guten Chance. Und ich möchte diese Pilzspore einfach ausgelegt haben. Ich möchte, dass das Ding schläft, weil ich brauche einfach jetzt, dass er schläft. Also drücke ich die Pilzspore. Es kommt der Psychoschock. Okay, ich bin safe. Gut, dann lebe ich den definitiv und kann ihn einschläfern. Das ist praktisch. Und gute Nacht, Latias. SLP schon mal hinschreiben. Gut, damit ist es ein klitzeklein weniger problematisch. Ich muss auf jeden Fall mich raus, ich muss jetzt auf jeden Fall rausgehen. Ich weiß noch nicht, in was ich wechsle. Vielleicht dann in meinen Mega Ampharos und dann einfach einen Drachenpuls abfeuern. Weil er hat keine wirklichen Switchins dafür. Sagen wir mal, ja, gucken wir mal, Drachenpuls. Hat auch eine Chance, es jetzt auszunocken. Ich muss halt einfach hoffen. Ich denke mal, er hat einen Psychoschock oder Eichstraut oder sowas dann. Gut, wechseln wir mal aus. Mal gucken, was er vorhat. Vielleicht wechselt er in ein Know What You. Okay. In seiner Malo, okay, da bin ich eigentlich, denke ich mal, relativ safe mit meinem Mega Ampharos. Ich weiß jetzt nicht, was er unbedingt da gegen machen könnte. Und da kann ich mir einfach Rausvolt wechseln. Ich bin sogar schneller, denke ich mal. Weil, ja, ich habe ein bisschen Speed investiert. Also Mega entwickeln wir uns mal und Volt wechseln uns da raus. Können auch Drachenpuls in den Dornfang-Switch predicten. Ich glaube aber nicht, dass er den machen würde, weil warum? Also gut, mal schauen. Vielleicht hätte ich jetzt aber auch Drachenpuls drücken können, weil ganz ehrlich, was will er da reinwechseln? Und was will er Mikros machen? Vielleicht Erdbeben? Aber nein. Drachenpuls wäre dann besser, falls er jetzt doch Dornfang reinwechselt. Ja, ja. Theorie und Praxis. Wenn er Dornfang reinwechselt, werde ich, denke ich mal, meinen Boreos anwechseln, weil ich glaube nicht, dass er was anderes außer Erdbeben drücken wird. Dann habe ich dann einen freien Wechsel und kann dann einfach mal Grassnot drücken und das Dornfang vermutlich ausnocken. Und das sollte auch ziemlich nice werden. Das Problem ist, ich habe immer noch nicht Handsteine. Die wären natürlich jetzt super nice in diesem Matchup, aber ja, die sind noch nicht draußen. Ich denke, er hat aber auch Angst vor dem Drachenpuls und weiß, dass er das Dornfang nicht reinwechseln kann. Aber ja, ich weiß ja nicht, wie er spielt. Und er bleibt einfach drin. Okay. Dann kann ich in Kobalion auf jeden Fall meine Tarnsteine rausholen. Das ist auf jeden Fall klasse, weil ich glaube nicht, dass er mir groß was machen kann, ganz ehrlich. Ich könnte vielleicht das Erdbeben ansetzen gegen mein Kobalion. Ich kann es mal ganz kurz kalken, bevor ich jetzt auch da reingehe. Aber er macht halt eben nicht genug. Obwohl, na, er macht schon viel Schaden. Das kann man nicht, sollte man nicht unterschätzen. Aber ich habe jetzt eh keinen besseren Switch. Mal sehen. In Zunot kann ich mit dem alten Shadow danach ausnocken. Ist halt dann doof, wenn ich ein Erdbeben fressen muss. Aber sollte eigentlich passen. Und er drückt die Steinkante. Okay, hat vermutlich mein Boreos predicted. Ach du Heiliger, macht das viel Schaden. Ach, das ist aber auch ein Volltreffer. Okay. Das ist natürlich jetzt doof, aber ist das Wahlband? Ich kann jetzt nicht sagen, was das für ein Item ist wegen dem Volltreffer. Aber ich lege einfach mal die Tarnsteine aus, weil die helfen mir definitiv in diesem Match, um ein bisschen Schaden auf Megalatius zu bekommen. Und so weiter. Er ist auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, er ist gebandet. Das sah beim Schaden einfach viel zu gut danach aus. Und er wechselt in seinen Donphan. Ja, okay, er möchte vermutlich dann gleich die Tarnsteine wegspinnen. Das ist aber okay, denn sie sind erstmal oben und das ist doch alles, was zählt, oder nicht? Schade, dass ich kein Auflockern in diesem Team habe, aber damit muss ich gerade eben halt einfach leben. Ich denke mal, ich kann meinen Amoongus reinwechseln, weil ich lebe jeden Hit und wenn jetzt Turbodreher einsetzt, dann bin ich auf jeden Fall safe. Ich möchte auf jeden Fall meinen Boreos nicht risken, weil das gewinnt mir nach einfach das Match, also habe ich keinen Grund, das wirklich zu risken. Weil wenn Megalatias noch lower ist, dann besiege ich jetzt einfach alles, also ja, brauche ich mir dann nicht so große Sorgen zu machen. Er setzt einen Eissplitter ein, okay. Den sollten wir definitiv gut tanken. Ich weiß jetzt nicht, warum er einen Eissplitter eingesetzt hat. Aber okay, ich möchte mal gerade kurz kalken, wie viel Schaden er machen wird. Ich schätze mal, er ist eine etwas offensivere Variante. Er versucht aber auch wirklich hart, mich zu predicten. Okay. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie viel Schaden er gemacht hat. Ich glaube aber nicht, dass er genug Schaden gemacht hat, dass er mich jetzt ausnocken könnte. Beziehungsweise er hat aber noch Couples, deswegen möchte ich nichts riskieren. Obwohl, na, ich kann halt, ich möchte mein Tornadus jetzt auch nicht riskieren. Also
drücke ich einfach mal den Gigasauger. Ich denke mal, es wird nicht ausnocken. Und er setzt... Was? Ist er... Was? Ben? Ach du Heiliger, der Volltreffer. Heiliger! Wow! Also die DPL startet schon mal hexreich und es ist Assaultvest am vermutlich Max Attack und keine Ahnung, warum man den Eisplitter eingesetzt hat, aber... Ach, Weakness Policy, okay. Immerhin ist er down. Das ist das Wichtigste und, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, das war irgendwie ganz seltsam von ihm, aber... Passt schon, passt schon. Falls er jetzt in seinen Megalatios wechselt, glaube ich, werde ich ihn Schmarotzer zweimal einsetzen, weil das... Finde ich besser, als jetzt was anderes zu machen. Er hat aber auch keine anderen großen Switch-Ins, außer sein Megalatias. Und für den Fall, dass er zwei Runden schläft, knocke ich dann sein Megalatias aus, das halt super wäre. Deswegen werde ich das versuchen, mit dem Schmarotzer zu regeln. Und ja, mal gucken. Ich weiß nicht, hat er schon eine Runde... ich weiß nicht. Ich muss mich erinnern. Ich glaube nicht, dass er... Oder hat er noch eine Runde schon geschlafen? Waldo kommt in den Kampf. Okay, ich brauche auf jeden Fall mal noch mein Ding. Wenn ich ehrlich bin, Kobalion ist eigentlich ziemlich nutzlos. Deswegen wechsle ich es auf jeden Fall ein, weil viel machen tut es nicht. Es wollte jetzt halt eben Amaldo, aber ich möchte auf jeden Fall den Regenerator, also die Belebekraft auf meinem Mutsasa bekommen. Also wechsle ich wieder aus. Das ist echt doof, dass ich mit dem... Aber egal, ich sollte das Megalatis jetzt gehandelt bekommen, da es schläft. Und auf jeden Fall noch ein paar Ründchen zu schlafen hat, also... Passt da schon. Falls jetzt wohl, er wird ja nicht wahlbar einen Turbo-Dreher spielen, also sollten die Tarnstande da jetzt auch bleiben. Aber mal sehen. Victini habe ich noch gar nicht rausgeholt. Das zermürbt ihn auch etwas. Zumindest die ersten zwei Pokémon, Couples und Lorblatt. Das wird ziemlich lustig sein. Nach Tara hat er leider nicht dabei, aber na gut. Da freut sich halt eben Kobalion einfach weniger. Okay. Mein armes Togetic, meine Güte. Das regt mich auf. Togetic war so super. Und ich wollte, dass das mein neuer MVP wird, aber nein. Togetic, du hast verkackt. Erdbeben, okay. Das sollten wir aber noch tanken und ihn mit einmal Elven Channel ausnocken können. Oder auch nicht. Aber egal, wir haben Kobalion auch nicht mehr groß gebraucht, also passt das schon. Armaldo hat das Kobalion ausgenockt. Okay, jetzt ist die Frage, in was wechsle ich? Eigentlich kann ich in mein ja, Boreos wechseln und ja, was will er groß machen? Er hat jetzt keinen Switch, wenn ich ehrlich bin. Ich finde jetzt einfach Boreos. Ich glaube schon. Moment, ich möchte kurz gucken, ob doch ein Strauchler sollte ausreichen, weil ich habe den Luftschnitt drauf, aber das ist 95% und wenn ich es verhindern kann, dass das nicht, also wenn ich verhindern kann, dass das misst, dann ja. Ich's auch. Gut, Grass Knot. Ja, das macht auf jeden Fall genug Schaden. Und damit knocken wir dann das Amaldo aus. Er hat eigentlich keinen Grund, es zu saven, weil die Tarnsterne sind raus. Aber er bleibt, er wechselt trotzdem aus. Okay, das finde ich jetzt seltsam. Hätte ich auch nicht gedacht, er wechselt in sein... Er wechselt jetzt in sein Latias. Okay, interessanter Play auf jeden Fall. Ein bisschen Schaden auf Latias. Also ich hätte jetzt die Chance gehabt, es zu tweeten. Ich werde jetzt auch mal versuchen, es zu töten. Ich werde jetzt einfach mal den Luftschild einsetzen und dann hoffen, es mit einer Kehrtwende endgültig aus dem Spiel zu nehmen. Und damit wäre das Match, glaube ich, sogar schon fast gewonnen. Also gucken wir mal nach. Luftschnitt, reicht nicht. Aber mit dem nächsten Hit sollten wir das Pokémon auf jeden Fall ausnocken können. Und es sieht sehr schlecht für den Kamikapels gerade aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Warte, wie tief ist mein... Mega Ampharos ist noch fast voll, okay. Da kehrt wir uns einfach raus und das ist das Megalatias. Gut, der größte Threat ist besiegt, auch ohne mein, wie heißt es, Togetic und oder ohne die Toxin. Aber das passt schon. Ja, gut. Damit kann ich leben. Jetzt die Frage, was hole ich jetzt rein? Ich kann aber Victini reinholen, weil ganz ehrlich, also er hat einen Switchen. Und der ist sein Heal-List, dafür habe ich aber meinen Mega-Amphoros, also passt das. Kann ich ein bisschen rein, nur vielleicht wechselt er auch gar nicht ein, weil er denkt, ich bin Scarf. Das wäre natürlich lustig. Und ja, Victini ist einfach mal draußen. Hallo Signature-Pokémon! Na, ist alles klar bei dir? Du hast dich bisher ein bisschen zurückgelehnt und ist dir mal angesehen, aber er holt sein... Okay, er sackt sein Pokémon zu Tarnstein. Ja, eine Tragödie. nee, das war wirklich kein guter Play auf seiner Seite. Er hätte das vielleicht nur als Death-Fodder behalten sollen oder gar nicht erst rauswechseln sollen. Das war echt nicht gut. Aber gut, ja, er wechselt jetzt in sein Amphir, also sein Heliolisk. Und, ja.
Wir sollten mit Ampharos eigentlich fast alles tanken können. Falls ihr den Voltwechsel einsetzt, dann sind wir trotzdem mit Mega Ampharos in einer super Position. Also passt das doch. Wir haben auch die schöne Schlafrede für das Couples, also passt das alles. Und Victini geht mal wieder raus, aber es kommt bald schon wieder rein und sollte mit einem V-Generator sein ganzes Team etwas zermürben. Und darauf freue ich mich doch. Er sollte eigentlich sogar den Surf einsetzen, falls er den dabei hat. Sollte er aber auch, weil Victini mein Signature ist. Aber wer weiß, was er für Moves hat. Ich auf jeden Fall noch nicht. Und es kommt die schöne Überbrückung. Wir schauen mal nach. Es kommt der Surfer, wie ich mir gedacht habe. Wunderbar, denn wir sind jetzt an einer super Lage. Denn das ist echt süßer Schaden. Und wir können einfach mal einen Drachenpuls abfeuern und irgendetwas richtig hart treffen. Gut, er ist vermutlich falsch alt. Ich schreibe mal CS-Fragezeichen, Choice Scarf. Und es kommt sein Lorblatt rein. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was will er mit Lorblatt? Warum hat er Lorblatt in seinem Team? Ich weiß es immer noch nicht. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Ach, du Heiliger. Da bleiben wir einfach mal drin, meiner Meinung nach. Kann er vielleicht, hat er Drachentanz Lorblatt oder sowas. Ich weiß ja nicht, was er lernt. Wie ein Evolüt-Pokémon sieht das aber nicht aus. Und es kommt die Synthese, aber mein Freundchen, du hast eine 8 davon. Und das passt schon. Generell sind wir ja langsamer, das heißt, wir können gleich erstmal einen V-Generator abfeuern, darauf freue ich mich. Ich werde nämlich jetzt gleich erstmal den Voltwechsel einsetzen und dann sind wir raus oder er setzt jetzt erstmal die Egelsam ein. Das wäre natürlich eine schöne Zugverschwendung, aber das ist nur ein Treffen für mich und er setzt die Egelsam ein. Ach, perfekt. Sieht so aus, als hätten wir ihn super auspredicted und ich meine, ich habe es ja gesagt, also habe ich es gecallt und ich habe ihn predicted. Haha. Und, schönes Fabulous Pokémon geht raus. Gut, ja, was möchte er jetzt groß machen? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ja, wir holen mal Victini rein und hauen einfach mal zu. Victory ist im Anmarsch. Gut, okay. Killt denn die Kehrtwende? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, wir drücken einfach mal den V-Generator. Wir möchten einfach mal die schöne Animation sehen. Ich weiß, es ist etwas unnötig. Ich hätte auch einfach einen Boreas wechseln können und ab dem Punkt jetzt hier schon gewonnen, aber... Kinder... No business, like show business. Okay, gut. Mal gucken, was er machen wird. Wenn er sein Heal-Release opfert, dann wäre das sogar noch viel geiler für mich, wenn ich ehrlich bin. Aber es kommt der V-Generator, er trifft und ja. Lorblatt, selbst wenn du maximale Defensive bist, glaube ich, dass der V-Generator ausreichen würde. Und ja, ganz knapp reicht der V. Ja, natürlich, das war alles kalkuliert und so weiter. Also, Lorblatt hat ja auch die super Defensive. Okay, ja. Victini wollte auch mal zeigen, dass es was kann und einen Kill bekommen. Natürlich, manchen Leuten ist die Killliste wichtig, mir eigentlich nicht so, aber wenn es irgendwelchen Leuten wichtig ist, dann sollte man doch auch den Signature den Kill geben. Gut, was möchte er denn jetzt groß machen? Das ist natürlich eine gute Frage. Wir können dafür wieder einen Mega Ampharos wechseln, weil wir haben schon gesehen, er macht uns absolut keinen Schaden. Auch wenn er jetzt die Hyper Voice drückt, sollten wir zwei davon überleben und dann einfach Erholung ersetzen können. Und da kann er uns immer noch nicht viel machen. Also ist Mega Ampharos immer noch ein Safe Wechsel, außer er hat jetzt irgendwie den Eisstrahl drauf gejent und freest unser ganzes Team zu Tode. Ich meine, bei Togetic hat es funktioniert, also sollten wir das mal nicht unterschätzen. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, aber ja, wollen wir einfach mal hoffen, dass es nicht passieren wird. Wir wechseln in Fabulous und schauen dann mal nach. Komm schon, Ampharos, du bist doch super, du bist bulky, du bist Fabulous. Easy, oder? Easy, komm schon. Ampharos. Ja, easy, ah! Fokusschuss trifft auch noch. Ja, so lucky. Und wir leben auf jeden Fall. Zwei setzen die Erholung ein und dann die Schlafrede. Dann kann Couples auch, ja, noch so Pilzspore drücken, wie er will. Aber, ja, der Fokusschuss misst sowieso. Hat nicht gemeldet, weil wir haben beim Schaden schon gesehen, dass wir den zweiten auch tanken würden. Und wir haben einen Ampharos mit vollen KP. Ach, wunderschön, wunderschön. Und drücken wir die schöne Schlafrede, kriegen einen schönen Sleep-Turn ab und vielleicht kriegen wir sogar den schönen Drachenpuls und treffen seinen Couples beim Switch-In gut. Wenn er jetzt den Delegator bekommt, wäre es vielleicht etwas doof, aber das ist halt so. Ich habe, wie gesagt, Hutsasa und ja, er kann den Fokusschluss dann vermutlich, den Fokus-Punch rausholen, aber ja, damit muss ich eben leben und Schlafrede kommt. Mega Ampharos, du bist doch auf meiner Seite, oder? Es kommt der Voltwechsel. Ah, super, ich liebe dich, Mega Ampharos. Du bist ein super Pokémon. Ach, gut, dass ich dich dabei habe. Denn er denkt an mich und denkt sich, ah gut, er möchte doch, dass Hutsasa die letzten Kills bekommt. Nein. Wir möchten nicht, dass Hutsasa die letzten Kills bekommt. Wir möchten, dass das Boreas, was ich Ninfa abgezogen habe, die letzten Kills bekommt. Deswegen sind wir auch drin und der Aufheber kommt, aber ich glaube, der wird dich jetzt nicht retten. Denn jetzt kommt ein schöner Luftschnitt und der sollte eigentlich
ausreichen. Und der Luftschnitt kommt, trifft auch und damit ist das Signature-Pokémon vom Kami Couples down. Wir haben ihn absolut demoralisiert, denn wenn sein Signature down ist, was ist denn ein Kami Couples? Er ist nur noch ein Kami. Ja. Meine Güte. Und dann kommt sein Ampere rein. Ich möchte eigentlich, dass, also das 4-Out-Preserven wäre eine Möglichkeit. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass er Scarf ist, aber ich riskiere es einfach mal und drücke Kraftkloss, weil ich sehe jetzt keinen Grund, jetzt auszuwechseln. Wenn er halt Scarf ist, dann hat er ein cooles Set. Kann ich mit leben, wenn er mich jetzt ausnockt und der Kraftkloss kommt und das wäre dann der Kill für mein Boreos. Und das wäre dann das Match 4-0. Wäre vielleicht sogar was höher geworden, wenn jetzt nicht mal Togetic gefreezed wäre. Aber ich kann mich auch nicht ewig drüber aufreden, das ist halt eben Pokémon. Dreimal gefreezed an einem Tag in zwei Matches hintereinander ist natürlich krass, aber na gut. Das wäre es dann, GG, und das wäre dann der Kampf. Ja gut, falls er euch gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare und ja, oder gebt ein Like, dann sehe ich auch, ob der euch gefallen hat. Und ja, schaut auch mal bei den anderen vorbei, wie immer, und wir sehen uns dann im nächsten DPL-Kampf wieder. Bis dann und ciao.